Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yooka-Laylee, hier beim vielleicht auch schon letzten Part dieses Let's Plays. Denn im vorherigen Part haben wir uns noch die 100% in diesem Spiel geholt, können wir uns auch mal kurz hier im Spielstand ansehen. Denn wir haben jetzt mittlerweile wirklich alles gemacht, was irgendwie geht, alle Pages, alle Federn und noch ansonsten den ganzen anderen Rest. Da haben wir wirklich alles gesammelt, was so irgendwie geht. Und die einzige Sache, die uns jetzt noch fehlt, ist eben dann das Finale abzuschließen und dann Capital B richtig schön fertig zu machen. Und ich weiß eben nicht genau, ob das jetzt dann in diesem einen Part alles passt oder ob das Finale einfach ewig lang dauern wird oder ob sogar vielleicht sich da noch eine Bonuswelt öffnen würde oder so, das glaube ich eigentlich weniger. Deswegen, ich denke schon, dass es der letzte Part sein wird, aber sicher weiß ich es eben nicht. Aber wir gucken jetzt einfach mal, denn ich weiß sicher, dass ich jetzt dann gleich hier reingehen will und dass ich jetzt dann gleich das Finale spielen will. So, ich bin sehr gespannt. Ding Dong. Ich kann mich nicht erinnern, eine Türglocke installiert zu haben. Was wollt ihr zwei diesmal? Ein halbes Kilo Foyergras oder mein Buch zurück. Ihr habt die Wahl. Hatte ich euch beiden nicht schon gesagt, ihr sollt verschwinden. 100 gesammelte Pages kaufen euch ein wenig Zeit mit mir und meinem Stachel. Aber bis dahin, schwört ab. Okay. Hören Sie mal, Sir. Die haben haufenweise Pages für das Einbuch gesammelt. Vielleicht sollten wir sie hochlassen. Okay, das ist ihr Plan. Quark, hören Sie auf, mich anzuzwinkern. Ich fühle mich zwar geschmeichelt, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, ihr zwei. Gute Arbeit bei der Page-Quest. So, sie wollen uns jetzt dann die ganzen Pages abluchsen, aber so nicht. Warum kommt ihr nicht hoch und versucht eine feindliche Übernahme eures geliebten Buches? Okay. So, los geht's. So, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was dann jetzt hier beim Finale passieren wird. Ob wir jetzt dann gleich sofort einen Kampf haben werden oder ob wir vielleicht noch erst irgendwie auch hinlaufen müssen und wir erst noch dann halt so ein Parcours bestehen müssen. Oder ist es noch ein Quiz? Ah, ein Quiz natürlich noch, okay. Willkommen zur Bonusrunde. Ich bin und bleibe Dr. Quark, der Moderator. Okay, noch ein Quiz, na gut. Was? Du hattest doch gesagt, die Quizze wären vorbei. Ich habe gelogen. Ganz einfach. Wie üblich gibt es 10 Fragen, die korrekt beantwortet werden müssen. Und nur 3 Leben. Okay, so Regeln sind noch genauso. Aufgepasst, liebe Kandidaten. Diese Fragen sind besonders schwierig. Okay. Na, gucken wir mal. So, ich gebe mein Bestes. In der Galeonengalaxie. Wer ist auf hoher See verschollen? Dr. Puss, Nimbo oder Olli the Trolley? Nimbo halt war da, oder? Schon? Ah, ne. Ja, aber Nimbo war doch auf der Hohen See. Oder, ja, okay, vielleicht war es doch Olli the Trolley. Weil das war doch dann der Mann von der Planet, oder? Stimmt. Verdammt. Oder war es doch Dr. Pusse? Ich habe keine Ahnung. Federn, legales Eigentum von Hillary Towers. Wie viele habt ihr in... Okay, das ist einfach. 1110. Okay, und doch hoffentlich wieder auch 2 Punkte. Vermaledeit, selbst eine beknackte Echse kriegt mal eine richtige Antwort hin. So, sehr schön. Verflixt und zugenäht, eine superschnelle korrekte Antwort. So, aber leider schon beim ersten Mal ein Fehler, das war jetzt nicht so ideal. Leider. Okay. Diese fadenscheinigen Schmetterlingsschübe. Wie viele habt ihr? Alle 6 Stück. 6 sind es, ja nicht 5, sondern 6 Stück sind es. 6 Stück. Sehr schön, okay. Ja, das ist ganz gut, dass ich jetzt dann hier 2 superschnelle Antworten in Folge hatte. Okay, das gleicht so ein bisschen den Fehler vom Anfang aus. Die Unternehmen in diesem Abenteuer. Welches ist eindeutig das Beste? Amazing Rextro, Trouser, Hillary Towers, sag ich mal, weil er natürlich Eigenwerbung machen will, der Typ hier. Genau. War das jetzt schnell genug? Das war jetzt nicht so mega schnell. Ne, es war schnell genug sogar. Okay, cool. Ja, jetzt also wirklich viele 2 Punkte hier in Folge. Sehr schön. Dieses Bild. Welche Welt zeigt das? Okay, welche Welt? Das ist die Galeonengalaxie, würde ich sagen. Ja. Okay, also jetzt ist es eigentlich sogar doch relativ einfach, weil ich, das war die schwierigste Frage, echt jetzt? Weil die erste Frage habe ich noch Probleme gehabt, weil jetzt alle anderen 4 Fragen in Folge immer mit 2 Punkten. Was kann man mit Capital Casino für Pages eintauschen? Ja, die Spielmünzen halt. Achso, wie heißen die denn? Würfelaugenmünzen, Casino-Gewinnmarken oder Handlanger-Jobs? Ja, Casino-Gewinnmarken waren es dann. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen überlegen, weil das hätte auch das erste irgendwie sein können vielleicht, aber waren dann doch eben die Gewinnmünzen da. Okay. So, noch eine richtige Frage und 2 Leben haben wir noch. Pages, legales Eigentum von Hillary Towers. Alle 145. Wie viele habt ihr insgesamt? 145 sind es, glaube ich, insgesamt. Ich habe alle von denen. Nice.
Uff, ich hoffe, ihr schaut nicht insgeheim aufs Handy. Konnte ich gar nicht mal, weil das war eine spezielle Frage für diesen Spielstand. Yay! Unmöglich, ihr habt das letzte und schwierigste Schnellfeuer-Quiz bestanden. Ich fand sogar, das war fast das einfachste von allen, obwohl ich die erste Frage falsch hatte. Aber dennoch. Was gewinnen wir? Ein Stück Schinken? Ein paar hübsche Teller? Grr, also gut. Ich werde euch nicht länger abhalten, euch den Boss zu stellen. Ihr werdet euch ohnehin nur eine richtige Klatsche holen. Bist du dir sicher? Ich glaube und hoffe, dass es eher andersrum sein wird, dass wir dem Capital B richtig schön eine klatschen. Vor allem auch, weil er eine Biene ist. Irgendwie auch passend. So. Und kommt es dann wirklich schon der finale Bosskampf gegen ihn? Ich denke mal sogar schon. Aber ich bin auch gespannt übrigens, wie viele verschiedene Phasen der hat. Weil ich denke mal auch, dass der Milliarden verschiedene Phasen haben wird. Mal gucken. Capital B's Büro. Endlich. Ich war gerade dabei, das Büro abzuschließen. Und auf den... Okay. Und auf den Golfplatz zu gehen. Ich darf es nicht schneller vorskippen hier. Alles klar? Ich bin Yuka. Und dieses Lady. Wir wollen unser Buch zurück. Ich weiß, wer ihr seid, du grüner Gauner. Ihr seid die beiden, die magische Peichi sammeln. Für mich. Und jetzt habt ihr sie mir direkt frei Haus geliefert. Das glaube ich weniger. Narren. Das werden wir ja sehen. Es war schrecklich langweilig, euch zu erlauben, euer Abenteuer zu beenden. Aber jetzt werden wir es ein für alle Mal beenden. Und unsere finsteren Pläne in die Tat umsetzen. Wenn ihr diese Pages wollt, werdet ihr sie uns wegnehmen müssen. So ist es. Und das schaffen sie nicht. Also gut. Ihr wollt eine feindliche Übernahme? Versucht mitzuhalten, ihr komischen Kerle. Dr. Quack. Tut mir fast ein bisschen leid. Okay. Ist jetzt nach oben gefahren. Okay, und dann da oben findet dann der Kampf statt, oder wie? Dass wir hier nicht sein Büro zerdeppern. Okay, was sagst du eigentlich noch? Tut mir wie gesagt fast ein bisschen leid. Ducken, ducken. Immer wollen wir alle an die Federn. Kann ich jetzt eigentlich dich auch noch quälen, so ein bisschen? Bam. Ja, es passiert nicht wirklich was. Das Ganze, übrigens kann ich nicht springen, wenn ich auf dem stehe. Oder spinne ich jetzt? Kann ich, ja, okay, es liegt, glaube ich, daran, weil ich ja nie springen kann, wenn eine Sprechblase irgendwo zu sehen ist, weil ich eben dann mit den Leuten eventuell reden kann. Aber reden kann ich auch nicht, wenn ich auf ihm bin, deswegen wirkt es so, als könnte ich nicht springen. Aber okay. Soll es ja jetzt eigentlich noch irgendwas zu finden in dem Raum hier? Ich denke mal nicht, weil wir haben ja auch schon alles gefunden. Aber ich meine, vielleicht ist noch hier der Totenkopf, weil ich weiß ja immer noch nicht sicher, ob es nicht vielleicht auch einen Totenkopf hier für Hibbley Towers gibt. Und das wäre ein cooles Versteck hier, wie ich finde. Aber ist doch keiner hier. Okay, gut, dann werden wir doch gleich mal hier dann weitergehen, würde ich sagen. So, wir fahren auch nach oben. Und jetzt geht's ab, oder wie? Dummköpfe. Ich kann kaum glauben, dass ihr mir in meine persönliche Pulverisierungskammer gefolgt seid. Pulverisierungskammer? Ich glaube, auf dem Fahrstuhlknopf stand Schreibwarenlager. Euer Hausfriedensbruch findet hiermit ein Ende, schäbiges Duo. Ich werde euch überflüssig machen. Und die Pages werden mir gehören. Und mit ihrer Macht wird unsere Organisation die Geschichte des Universums neu schreiben. Macht euch bereit für mein beeindruckendes, kurzfristiges Wachstum. Ja. Okay. Capital B. Durch Crowdfunding finanzierter Konzern. Irgendwas? Schluck. Das Tonikum stand nicht auf Wendys Getränkekarte. Lass uns dem Typen eine Lektion erteilen. Das wäre auch ein cooles Tonikum für uns, Lady. Okay, los geht's. So, dann mal gucken, was er so kann. Oh Gott, wirf das mit Bienen nach mir. Hilfe! Hilfe! Kann ich irgendwie los... Ach du Scheiße. Kann ich irgendwie loswerden? Hier so? Bam. Okay, kann ich. Cool. Und? Dann? Was macht der? Okay. Keine Ahnung. Hilfe. Okay, gleich wieder weg mit denen. Bam.
Ich weiß nicht genau, kann ich den einfach angreifen, wenn er so rumsteht oder wie? Geht das? Okay, es geht einfach, cool. Okay, und dann hier schön draufhauen oder wie? Bam, nimm das und das und das. Stirb, stirb, stirb. Okay. Ah, okay, ich darf aber nicht zu lange da stehen, weil ich ansonsten selber Schaden nehme, ne? Also nur dann ihn berühren, wenn er auch am Boden liegt. Okay, also immer schon die Bienen hier wegmachen. Ja, weil die ansonsten mich angreifen würden. Dann zu ihm hinrollen. Und dann gleich hier schön attackieren, genau. Und dann am besten nur angreifen, wenn er am Boden liegt. Und dann, wenn er aufsteht, gleich wieder weggehen. Okay, ja, Hilfe. Und ich sollte auch nicht zu nah an ihm dran sein, wahrscheinlich. Weil ansonsten dann vielleicht sogar die Bienen direkt auf mich wirft. Okay, ist aber ganz gut, weil die Bienen brauchen ein bisschen, bis die mal mir Schaden machen können. Deswegen, das kann man ganz gut hinkriegen. So, sehr schön. Und wieder schön draufhauen. Yay! Aua, direkt in meine Aktien. Oh Gott, ey. So. Quark, ist die fauler Vogel. Senden Sie mir Firmi-Verstärkung. Okay. Und was immer Sie tun, pass auf, dass Sie die Firmi-Kisten nicht mit den Munitionskisten verwechseln. Die Munitionskisten? War das jetzt ein Hinweis? Also jetzt haben wir da anscheinend die nächste Phase. Sie sind unterwegs, Sir. Direkt vom Fließband. Okay. Und da kommen viele Gegner. Aber kriegen wir auch hin? Kaboom! Ah, aber er bewirft mich jetzt dann. Okay, jetzt bewirft er mich dann direkt mit den Bienenstöcken da. Aber es kommen wenigstens keine Bienen mehr raus, aber die explodieren dafür. Bin mir jetzt nicht sicher, was da jetzt besser ist. Aber es stehen noch ein paar Kisten rum. So, das ist dann die Munition... Oh Gott, ich darf nicht zu nah dran sein. Munitionskisten? Ja, okay, tatsächlich. Und dann kann ich jetzt dann gleich ihn abschießen einfach. Okay, also kriegen wir auch hin. Ja, aber ich muss halt währenddessen auch immer versuchen, seinen Attacken auch auszuweichen. Kann ich den so treffen? War das jetzt ein Treffer? Schon, oder? Wirkt jetzt zumindest so. Kann ich den da jetzt auch während er so entlang fliegt treffen? Oder muss ich jetzt warten? Okay, jetzt anscheinend dann wieder. Kann ich ihn treffen? Ja. Ja, aber ich muss dabei echt aufpassen, hä? Weil der kann die auch ziemlich schnell werfen. Und die explodieren auch schnell. Oh mein Gott. Okay, ja, das ist nicht so einfach hier. Dann seine Attacken ausweichen, weil ich auch währenddessen halt immer selber hochspringen muss, um ihn zu treffen. Weil jetzt hier halt ruhig... Sind noch weitere drin? Ja, okay. Weil jetzt hier halt ruhig stehen zu bleiben und dann währenddessen in der Ego-Ansicht irgendwie ruhig zu zielen, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Weil halt einerseits die Firmis hier sind und weil mich halt andererseits er auch noch abschießen will. Deswegen, ich sollte hier wirklich ständig in Bewegung bleiben. Ja, und während er in Bewegung ist, kann ich ihn, glaube ich, auch nicht treffen. Ich glaube, ich kann ihm... Oh Gott. Ich glaube, ich kann ihm wirklich nur Schaden machen, wenn er auch ruhig dasteht. Und wenn er jetzt halt hier dann so irgendwo anders an eine neue Position hingeht, dann kann ich ihm, glaube ich, keinen Schaden machen. So wirkt das zumindest bisher. So, okay. Läuft aber ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt das hier richtig mache. Weil er hält jetzt dann doch schon... Er liegt am Boden. Okay. Weil er hält jetzt dann doch schon ziemlich viel aus. Aber es wirkt schon so, als würde ich das richtig machen, weil immer wenn ich ihn treffe, dann hat er ja auch so kurz eine Animation, wo er eben dann auch so... Verdammt, die habe ich nicht gesehen. Wo er dann eben auch so kurz zurückschreckt. Ja, das war jetzt auch doof. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die wirklich töten sollte, die Firmis. Weil die sind jetzt eigentlich gar nicht so sehr im Weg. Ich muss mich wirklich eher auf seine Attacken konzentrieren. Und wenn ich eben hier in Bewegung bleibe, dann können mich die Firmis eh gar nicht wirklich treffen. Deswegen, ich glaube, ich bleibe wirklich eher in Bewegung. Und wenn da jetzt mal die Firmis hier gar nicht unbedingt umbringen wollen, und dann wirklich eher... Scheiße, wirklich eher auf ihn geht. Das habe ich wieder getroffen. Das war jetzt unnötig. Und das war... Nein! Was mache ich denn jetzt? Mache ich so viele dumme Fehler. Ja, dann muss man doch vielleicht die kurz töten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig mache. Weil der hält da jetzt doch schon wirklich sehr viel aus, der Capital B. Und auch für meinen Geschmack fast ein bisschen zu viel irgendwie. Weil die erste Phase hat doch nicht so lange gedauert. Ich weiß nicht genau. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da übrigens dann jetzt neue Firmis kommen, wenn ich jetzt dann hier alle besiege. Deswegen, ich werde mal sogar einen vielleicht da lassen, weil nicht, dass dann irgendwie neue kommen, wenn ich alle von der ersten Welle besiegt habe. Deswegen, einen lasse ich mal dann da. Das glaube ich ganz gut so. So. Und jetzt treffe ich aber gar nicht mehr, leider. Okay, Treffer wieder. Und jetzt ist er am Boden. Okay, irgendwas passiert. Puh, schon mal ziemlich stressig. Es ist Zeit, diesen Führungsstreit auf die nächste Stufe zu eskalieren. Okay. Übrigens muss ich auch noch dran denken, dass ich ja auch noch mein Schutzschild habe. Den sollte ich, glaube ich, häufiger mal einsetzen, weil ich habe ja immer sehr viel Energie und ich habe die jetzt nicht wirklich aufgebraucht. Aber ich sollte häufiger mal mein Schutzschild einsetzen, wenn er auch irgendwelche fiesen Attacken hat, dass ich ihm dann gar keinen Schaden nehmen werde. Wäre vielleicht ganz gut. Quark, aktivieren Sie die Wand- und Dachlaser. Okay, die Knöpfe sehen alle gleich aus. Das waren die falschen wahrscheinlich. Quark, Sie Vogelhirn! Wow. Ach du Scheiße. Hoch, ich glaube, das Telefon klingelt. Ich geh mal ran, tschüss! oh Gott. Ach du Scheiße. Okay, jetzt wird's noch ein bisschen fieser hier. Ach du Hilfe. Okay, Schockwellen. Ja, aber sowas ist auch machbar. Hoffe ich mal. Wenn das hier irgendwelche fieseren Sachen auspackt, dann dürfen wir das auch hinkriegen. Dem ganzen Zeug ausweichen. Auch hier mal bewegen bleiben. Ziehen!
Okay, sein Stock steckt fest. Sehr schön. Guck mal, gleich wieder drauf von hier. Nimm das und das und das. Okay, wieder weg hier. Okay. Also die Phase ist auch in Ordnung. Weil der macht er jetzt anscheinend nicht wirklich was anderes. Immer schön halt, wie gesagt, wie eigentlich bisher auch beim gesamten Bosskampf immer, in Bewegung bleiben und immer schön drüber springen über die Schockwellen. Und steckt wieder fest, wunderbar. Und nimm das und das und das. Es wird Zeit, in mir Giftmodder zu investieren. Und eure Schmerzbeteiligung zu erhöhen. Okay. Jetzt haben ein bisschen weniger Platz. Das können wir auch in Ordnung bieten wieder. Okay, gleich. Jetzt, schnell. Was war, das ist aber ein bisschen eng. Aber kann man trotzdem gerade so schaffen. Obwohl ich vielleicht bei den Bienen sogar jetzt dann auch mal ein Schutzschild wirklich einsetzen könnte. Damit dann mich die Bienen da nicht treffen können. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, weil ich da ein bisschen mehr Zeit habe. Obwohl ich ja den Schutzschild halt leider nur einsetzen kann, während ich in der Rolle bin. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich besser ist. Ich kann es mal jetzt kurz probieren. So. Ja. Weil das verbraucht ja jetzt gar nicht mal so viel Energie. Ne? Ich kann da ziemlich lange hier bleiben. Ich darf auch nicht runterrollen übrigens. Okay, greifen die jetzt an. Oder bleiben die jetzt dauerhaft da? Kann ich den so auch treffen eigentlich? Ja, kann. Okay, jetzt haben sie angegriffen. Okay, er hat schon viel Energie gebraucht. Aber ich war dafür dann wenigstens sicher. Und er macht noch mehr weg. Okay. Ja, ich frage mich, wie lange der Bosskampf noch geht. Weil der geht dann doch schon eine Zeit lang hier. Aber er hat anscheinend noch einige Tricks auf Lager hier. So, mehr Schockwellen. Aber das kennen wir ja schon. Ach du, oh Gott, jetzt kommen mehr Schockwellen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, das sind viele gewesen. Okay, aber ich kann wieder treffen. Okay, da kamen jetzt auch noch andere Bienenstöcke wieder, wo dann auch Schockwellen von denen rauskamen. Okay. Alles klar, also auch sehr stressig hier. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt alles noch beim ersten Mal schaffen können. Wenn es halt das hier die letzte Phase schon ist, dann kriegen wir es, glaube ich, schon hin. Aber ich weiß halt nicht, was da jetzt dann noch alles... Na, scheiße, was da jetzt dann noch alles kommen wird gleich. und ich habe es dann doch schon hier einige Leben hergeben müssen. Aber es läuft trotzdem ganz gut, wie ich finde, bisher. Vor allem fürs erste Mal. Und es wäre halt echt cool, wenn ich es gleich beim ersten Mal schaffen könnte. Okay, jetzt wird es ganz, ganz eng hier. Das könnte jetzt vielleicht die letzte Form dann sein. So eine Art Schneeflocke oder sowas. Haben wir jetzt hier. So, was macht er jetzt? Okay, Bienen. Und, aber okay, Schockwellen. Okay, ich muss hier unbedingt unverwundbar werden, meine ich. Okay. Ja, okay, das ist nämlich ziemlich chill. Ich kann einfach entlang rollen und mir passiert nicht wirklich was. Und er steckt wieder fest. Ich will kurz warten, bis die Bienen angegriffen haben. So. Okay, jetzt. Und dann gleich wieder treffen. Okay, das ist echt eine gute Taktik, wie ich finde. Weil ich eben dann wirklich, vor allem wirklich in Angriffen sicher bin. Aber jetzt muss ich die Energie wieder schnell genug auffüllen übrigens. Energie kehrt zurück, bitte. Schnell. Okay, das reicht. Und nein, ich bin runtergefallen. Nein, oh Gott. Oh nein, jetzt geht alles in den Arsch. Ich muss die Bienen wegkriegen irgendwie. Schutzschild, schnell, Schutzschild. Mach. Okay, danke. Greift an. Okay, und ihn treffen. Jetzt war ich zu langsam. Nein, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Boah, jetzt am Ende verkacke ich noch, ne? Das kann nicht wahr sein. Jetzt am Ende. Das könnte jetzt die letzte Form sein, da wir jetzt dann wirklich alles zusammen haben. Sowohl die Bienen als auch die 1000 Schockwellen. Aber ich bin hier wieder safe. Okay. Bitte greift an, Bienen. Schnell greift an. Greift an. Okay, danke. Und? Sehr gut. War's das bitte? Es wird Zeit. Das Capital in die Höhe schnellt. Oh nee. Und explosive Werte entwickelt. Wie viele Phasen hatten denn noch? Typen wie ihr lernt es nie. Ihr bringt euch immer selbst zu Fall. Langsam komme ich ein bisschen ins Schwitzen hier. was macht er jetzt? Ich bleib wieder in Bewegung. Okay. Jetzt kann er Raketen oder Stachelraketen schießen. Ja, die zielen auf mich. Ich denke mal, ich darf die nicht berühren. Das sind sogar ziemlich schnell. Kann ich von denen überhaupt entkommen? Ich muss mal kurz auch den Schutzschild einsetzen. Ich will mal kurz wissen, ob ich die zerstören kann. Also ich denke mal schon. Schutzschild? Ja, zieht bitte auf mich. Oder muss ich vielleicht... Ja, aber ich kann die jetzt irgendwie nicht treffen. Oder muss ich vielleicht die auf ihn zurücklenken irgendwie? Kann ich das schaffen? Ja, okay, dann müsste ich am besten, glaube ich... Oh, nee. Müsste ich am besten... Nein! Oh Gott! Müsste ich am besten, glaube ich, fliegen wahrscheinlich. Oder? Welche fliegen? Kann ich schon, ja. Und dann jetzt... Oh Gott. Ist das wirklich jetzt gewollt? Und dann jetzt hier so versuchen, ihn zu treffen irgendwie. Hier so. Ja doch, das könnte sein. Und das war ein Treffer, ja. Okay. Ich muss dann gleich wieder landen, wenn er dann die nächste abgeschossen hat. Okay, jetzt ist das hier der Witz. Boah, ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Phase ist, aber ich denke mal, dass er dann gleich vielleicht auch noch mehr von denen schießen wird und dass auch noch währenddessen da wieder Schockwellen und Bienen kommen und anderes Gedöns. Ich muss aber erstmal jetzt kurz wieder aufladen, schnell meine Energie. Aber das Gute ist, dass die ja erst immer eine ziemlich lange Bahn nehmen, bevor die mich dann letztendlich verfolgen, die Dinger. Füll dich auf, bitte. Schneller. Okay, weg hier.
Oh, war das knapp? Oh, das ist so knapp alles. Okay. Aber ich kann jetzt wieder treffen. Vielleicht. Ach komm, Mann, ey, komm schon. Okay, ich muss mal ein bisschen eine weitere Kurve hier fliegen. Aber wenn ich hier fliege, dann bin ich immerhin schneller als das Ding. Und das kann mich nicht wirklich einholen dann. Jetzt dürfte ich ihn treffen können. Es war doch ein Treffer, komm jetzt. Ich weiß ja nicht, ob die unendlich lange durchhalten, die Dinger. Aber es wirkt irgendwie so. Ich muss aber dann gleich wieder landen. Weil ich dann gleich wieder Energie brauche. Warum treffe ich denn den jetzt nicht? Scheiße. Ich muss mal jetzt kurz wieder ein bisschen weiter nach außen fliegen. Und dann gleich landen. Und dann wieder erstmal ein bisschen Energie auffüllen. Weil ich schaff's gerade nicht, ihn zu treffen, Leute. Ich muss mal hier dann gleich neu... Ah, ne, jetzt habe ich doch getroffen. Okay, gut. Gut. Aber ich muss dann wieder ein bisschen ausweichen erstmal. Jetzt hat er aber ziemlich schnell die nächste geschossen. Oh ne, jetzt macht er mehrere. Nein. Oh ne, ich kann aber jetzt... Ich kann meine Energie nicht auffüllen hier, leider. Ich muss versuchen, so ein bisschen zu springen, weil ich nämlich dann ausweichen kann oder auch nicht. Toll, jetzt bewegt es sich auch noch währenddessen übrigens. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Toll. Ganz, ganz toll. Ja, ich darf mir jetzt keinen Fehler mehr erlauben. Ich darf wahrscheinlich ihn auch nicht berühren, schätze ich mal. Und er bewegt sich jetzt dann auch noch, ne? Jetzt ihn zu treffen ist ja noch schwieriger. Und ach, das ist doof, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie ich da meine Energie wieder aufladen soll, weil ich dafür einfach keine Zeit habe. Weil dann mich die Dinger halt sofort... Nein! Sofort ver... Was war das jetzt? Jetzt war am Rand eine unsichtbare Wand und ich konnte nicht mehr fliegen. Okay, das ist jetzt auch scheiße. Also das ist jetzt echt doof, weil eigentlich hätte ich noch weiter fliegen können wegen der Energie. Aber irgendwie bin ich da jetzt gegen eine unsichtbare Wand am Rand geflogen und dann hat das Fliegen einfach aufgehört. Toll. Und dann jetzt wahrscheinlich alles nochmal, oder? Denke ich mal. Also wirklich alles, alles, alles oder darf ich wenigstens oben starten? Ne, alles, alles nochmal. Okay. Ja, da hat er sogar ziemlich lange... Will ich das sogar schneiden vielleicht? Weil ich meine, der Kampf hat ja ziemlich lange gedauert gegen ihn hier. Ja, ich weiß nicht genau. Kann ich vielleicht sogar echt machen? Ja, obwohl anders ist, lass mal jetzt doch da. Aber wenn ich es dann gleich nochmal scheitern sollte, dann werde ich mal wahrscheinlich schneiden. Aber jetzt dann hier beim ersten Mal immer noch nicht. Wird der Part dann auch wieder ein bisschen länger werden, weil der Kampf halt wirklich lang dauert. Aber ich weiß jetzt wenigstens, was ich tun will. Aber ja, das ist jetzt schon sehr ärgerlich, weil eigentlich hatten wir echt gute Chancen zu schaffen. Weil ich denke mal, dass es dann danach nicht mehr so viel gekommen wäre, hoffe ich zumindest. Und es war jetzt echt bitter, dass ich jetzt auch diesen Lebenspunkt da am Ende halt so total doof auch verloren habe, weil halt da eben das Fliegen einfach aufgehört hat, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Also das war jetzt dann auch ein bisschen doof, wie ich finde. Aber ich finde trotzdem, dass ich mich ganz gut angestellt habe. Aber naja, was soll's. So. Und dann dürfen wir, glaube ich, jetzt die erste Phase, also die allererste Phase von diesen Millionenphasen, dann auch gleich wieder abgeschlossen haben. So. Und nimm das. Wieder schön in deine Aktien rein, wie du es genannt hast. Genau. So. Und dann die nächste Phase, die ja aber schon ziemlich lange gedauert hat, weil da echt verdammt viele Schüsse ausgehalten hat, wie ich finde. Und da habe ich ja schon relativ viel Schaden genommen. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne so machen, dass ich wirklich alle Firmis vielleicht töte, bis auf einen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob dann eventuell halt neue kommen. Obwohl ich vielleicht jetzt mal testweise schon alle besiegen könnte einfach, um es halt dann zu sehen. Ich muss aber noch währenddessen eben seinen Attacken auch ausweichen. Ich kann es vielleicht kurz machen, dass mal kurz alle... Scheiße, kurz alle... Okay, ich darf die Attacke hier nicht machen. Dass mal kurz alle von denen töte, um mal zu sehen, ob dann neue nachkommen oder nicht. So, stimmt bitte, okay. Das waren, glaube ich, an die da hinten sind wieder neue. Okay, jetzt glaube ich so, dass einfach ständig neue kommen, oder? Aber gerade eben war das noch nicht so. Gerade eben hat es doch irgendwann dann aufgehört mit dem Nachschub, oder? Dachte ich. Hm, keine Ahnung. Dann werde ich es mal doch sein lassen. Das hat, glaube ich, doch keinen so großen Sinn, halt jetzt die Firmis immer zu besiegen. Und die sollen mich, glaube ich, auch echt nur nerven, wenn ich halt währenddessen eigentlich auf Capital B gehen soll. So, okay. Ich muss halt jetzt dann währenddessen ein bisschen besser aufpassen, weil ich finde es nicht so einfach, die Phase. Weil ich eben zugleich seinen blöden Geschossen ausweichen muss und auch noch den ganzen Firmis da. Deswegen so einfach finde ich das nicht. Okay, aber übrigens jetzt gerade, während er so entlang geflogen ist, hat er jetzt auch gerade so eine Trefferanimation. Deswegen vielleicht kann ich ihn doch, auch wenn er sich bewegt, dann treffen und Schaden machen. Oder eventuell, wenn er hier so ein bisschen rumsteht vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber gerade eben wirkte es so, als hätte ich ihm da auch schon Schaden machen können, während er sich gerade bewegt hat, wo ich ja vorhin eigentlich dachte, dass es nicht ginge. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich hier schön immer weiter auf ihn draufhauen und dann immer im letzten Moment noch irgendwie seinen Geschossen ausbauen. Jetzt zum Beispiel haben wir es auch wieder sehen können, dass er jetzt eigentlich schon losgeflogen ist, aber dass ich ihn trotzdem anscheinend dann mehrmals treffen konnte. Deswegen es lohnt sich schon, dann auch hier dauerhaft einfach durch die Gegend zu ballern, weil ich ihn dann eventuell auch einfach noch so irgendwie treffen kann, auch wenn er schon in seiner Bewegung, oh Gott, in seiner Bewegung ist. Deswegen einfach immer schön abschießen und immer schön ausweichen. Also so schwer ist die Phase eigentlich nicht, weil ich halt immer noch im Kreis laufen muss. Und wie gesagt, wenn man in Bewegung bleibt, dann kann man das alles hinkriegen. Okay. Jetzt habe ich nur, glaube ich, einen Lebenspunkt verloren. Also jetzt werden wir es dann hinkriegen, den Bosskampf hier. Leider nicht beim ersten Mal. Finde ich ein bisschen schade, weil wir halt, glaube ich, echt kurz davor waren. Aber müssen wir jetzt dann eben damit leben, leider. So. Dann gleich wieder nach oben zurück. Und das fand ich aber jetzt dann schon um einiges schwieriger auch. Als jetzt dann hier die ersten beiden Phasen noch innerhalb.
Vor allem halt da, wo auch dann diese tausenden Schockwellen kamen. Da habe ich ja dann auch eben den Schutzschild benutzt, weil ohne Schutzschild ist es nämlich echt schwierig, finde ich, dort dann all den Schockwellen auszuweichen. Das heißt, am Anfang ist noch easy, weil ich immer nur dann springen muss, wenn er auch selber eine Stampfattacke gerade macht. Deswegen ist das gar kein Problem, dem ganzen Zeug hier auszuweichen. Seit halt das vierte Mal war es, wo dann sein Stock stecken bleibt, genau. So. Kannst du jetzt vielleicht gleich diese Phase hier direkt beenden, wenn ich da schon drauf haue auf ihn? Ne, das kann ich glaube ich nicht schaffen. Ich glaube, ich werde es immer zweimal machen müssen, dass ich dann eben in jeder Phase immer zweimal angreife. Okay, na gut. So. Dann Nummer 3. Und gleich Nummer 4. Und. Nimm das! Und das und das und das und das und das. Okay. So. Dann mehr Gift. Und weniger Plattformen für uns. Aber wie gesagt, jetzt dann gleich habe ich echt gute Hoffnungen, dass wir es dann gleich hinkriegen werden. So, jetzt kommen dann erstmal die Bienen. Ich würde es dann gleich wieder ganz gerne mit dem Schutzschild auch machen, weil das sogar ein bisschen einfacher ist, weil ich halt hier nicht so wirklich Zeit habe, um die Attacke von Lady zu machen. So, Schutzschild, sehr gut. Okay, ganz klar, währenddessen auch gleich versuchen, ich treffe nicht ganz, weil ich immer einen zu großen Radius hier habe irgendwie. Okay, jetzt habe ich doch getroffen noch. Ist nicht so ganz einfach, das zu kontrollieren. So, okay, wieder einige Treffer, sehr schön. Gut, dann wieder ausweichen. Und dann gleich wieder Schutzschild benutzen. Ich habe jetzt schon gelernt, dass ich das auch jetzt erst irgendwie bei der dritten oder nach der vierten Schockwelle machen kann. Und dass ich dann auch noch locker sicher bin hier. So. Sehr gut. Und jetzt dann nur so eine ganz, ganz schwache Kurve machen. Genau, dann ihn treffen. Kann ich ihn jetzt treffen? Okay, kann ich. Sehr gut. Und gleich wieder dann weiter draufhauen. Also ja, ist wie gesagt, wenn man weiß, wie es geht, ist es alles wirklich machbar. So, und wieder mal weniger Plattformen. Und jetzt dann gleich kamen ja diese mega vielen Schockwellen da. Ich will jetzt mal versuchen, das ohne Schutzschild zu machen, weil das auch eine coole Herausforderung hier ist, wie ich finde, da über die alle drüber zu springen. Weil es echt nicht so einfach ist, das alles hier gemanagt zu kriegen, weil da halt wirklich viele Schockwellen kamen. Jetzt habe ich ein bisschen Glück gehabt, weil die jetzt alle irgendwie gleichzeitig kamen. Und dann kann ich da jetzt relativ einfach drüber springen. Ist halt am schwierigsten, wenn die auch etwas versetzt sind. Und wenn ich eben dann immer wieder zwischendurch so einzelne Lücken oder halt Lücken suchen muss, wo ich dann drüber springen kann. Aber wenn die alle gleichzeitig kommen, die Schockwellen, doch alle am selben Ort, dann ist es ziemlich einfach, wie ich finde. So. Da geht's wieder los. Wo ist die dritte? Die kommt da ganz hinten. Okay. Oh Gott. Ja, jetzt ist die genau im Weg da, wo ich ihn eigentlich jetzt treffen will. Okay, das zählt hier noch als Treffer. Zum Glück, weil sein Schock da echt relativ lange stecken blieb. Sein erster Angriff kam ja dann irgendwie alles gemixt, ne? Einerseits die Schockwellen und aber andererseits auch die Bienen, die mich angegriffen haben. So. Aber das kriegen wir auch hin. Weil hier ist dann gleich, werde ich schon wieder den Schutzschild benutzen. Weil hier jetzt die Bienen dann mit der Attacke von Lady wegzukriegen und währenddessen den Schockwellen auszuweichen, das ist dann doch ein bisschen zu heftig für meinen Geschmack. Okay. Gleich muss ich einsetzen. Schnell. Okay, man hat aber echt relativ viel Zeit, wie ich finde. Sehr gut. Bienen greifen an, wunderbar. Und wieder draufhauen. Treffe ich den? Okay, treffen. Gerade so. War ein bisschen doof, weil er jetzt auch ein bisschen am Rand war und ich ihn da nicht wirklich treffen konnte, weil ich Angst hatte, runterzufallen. Aber hat noch alles gepasst. So. Und da kommen die Schockwellen. Aber waren auch wieder alle auf einmal, deswegen ist es wieder ziemlich einfach, wie ich finde. So. Schutzschild. Sehr gut. Und. Da wieder treffen, sehr gut. Und draufhauen. Hat es nicht gereicht sogar? Nee, das muss ich sogar jetzt dreimal machen, weil ich da beim ersten Mal anscheinend etwas zu wenig Schaden gemacht habe. Aber okay. Wie gesagt, wenn man weiß, wie es geht, dann ist auch diese Phase echt kein großes Problem, wie ich finde. Und wieder kommen alle gleichzeitig, also wieder sehr einfach down. So. Sehr schön. Und wieder selbiges wie gerade eben. Schutzschild. Und treffen. Und. Okay. So, und jetzt dann wieder der Spaß mit seinen Stachelraketen da. Okay, jetzt hab ich ja schon von Anfang an die Idee, was ich tun will. Ich werde am besten gleich losfliegen. Okay. So, dann schieß mal. Und dann am besten einfach gleich direkt hinter ihn gehen. So. Und dann den Stachel. Okay, der trifft perfekt. Wunderbar. Also hier am Anfang ist noch relativ einfach, wenn er auch nur einen schießt und wenn er sich auch nicht bewegt. Aber das war dann schon gerade ziemlich schwierig, wie ich finde, wo er dann auch halt sich bewegt hat. Und wo ich ihn dann währenddessen aber noch treffen musste irgendwie. Aber so ist echt gar kein Problem. Okay, sehr gut. Ich krieg sogar noch eine weitere Rakete rein, bevor ich dann gleich wieder landen muss. Wegen der Energie. Aber eine dürfte noch gehen. So. Wieder schön hinter ihn gehen. Und Volltreffer, sehr gut. So, aber das war knapp. Jetzt kurz landen und dann mal kurz wieder auffüllen. Was ich aber, wie gesagt, schwierig finde. Jetzt kommen vor allem wieder mehrere. Okay, weg hier. Ja, das war jetzt zu langsam. Das ist halt auch das Problem, dass der Start von der Fluganimation ein bisschen dauert, weil ich halt da erst so Lady hochheben muss. Und deswegen ist es auch da nicht so ganz einfach. Okay, jetzt bin ich ja schon hier, wo sich dann eben bewegt hat. Treffen die jetzt? Okay, perfekt.
Okay, eine wenigstens. Aber ich weiß sowieso nicht, ob das auch als zwei Treffer gegolten hätte, wenn da jetzt beide gleichzeitig ihn erwischt hätten. Keine Ahnung. Aber ich kann die sogar auch noch gleich auf ihn schmeißen. Oder auf ihn lenken. Wenn ich geschickt bin. Was ich vielleicht bin. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, und ich muss auch aufpassen, dass ich nicht so sehr an den Rand fliege. Weil wir ja gerade gemerkt haben, dass dann eventuell die beiden keinen Bock mehr haben zu fliegen. Und dann habe ich Probleme. Sehr gut. Ich muss wieder kurz landen, leider. So, wieder kurz auffüllen. Also hier dann die Energie wirklich richtig zu managen, ist nicht so einfach. Ich muss auch zugeben, dass ich mir vielleicht für den Bosskampf auch andere ein anderes Tonikum hätte holen sollen, weil ich habe jetzt hier dann die Hose für... Scheiße. Die Hose für Yuka, die mir jetzt nicht so wirklich viel bringt. Aber ich habe mir ja zum Beispiel auch holen können, dass ich einen mehr Energie, also einen weiteren Lebenspunkt gehabt hätte. Da hätte ich vielleicht sogar den Bosskampf eventuell gerade eben schon geschafft, weil ich ja dann noch eins mehr gehabt hätte, keine Ahnung. Oder was sogar am nützlichsten eigentlich wäre... wäre das Tonikum, wo sich dann die grüne Energie wieder schneller auffüllt. Weil ich nämlich dann am Boden da nicht so lange warten muss. Und ich dann halt wirklich ganz schnell die wieder bekomme. Ich schieße halt gleich drei, ach du Scheiße, nicht die ganz. Ah ne, unendlich viele jetzt, oder wie? Keine Ahnung. Und ich da jetzt auf jeden Fall ganz viel Energie wieder bekomme. Bevor mich dann die Raketen überhaupt treffen können. Weil das ist eben hier das Schwierigste, wie ich finde, dann die Energie wieder aufzufüllen bei der Phase. Ja, jetzt. Ich habe keine Chance mehr leider. Ich muss wieder kurz zwischendurch landen. Ich habe keine Wahl. Ich habe noch nicht verstanden, wie ich das jetzt schaffen will, da jetzt dann den auszuweichen. Aber währenddessen auch Energie aufzuladen. Weil auch wenn ich Rolle oder den Schutzschild einsetze, verbraucht es ja auch Energie. Und dann wird sich die ja währenddessen nicht aufladen. Deswegen, wie kann ich es schaffen, jetzt dann hier mir wirklich Energie aufzuladen? Das habe ich noch nicht verstanden, wie das geht, weil die Raketen sind schneller als ich. Deswegen, das habe ich noch überhaupt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt wenigstens dann in den ersten Phasen so viel richtig gemacht, dass ich viele Lebenspunkte noch übrig hatte und das war's, glaube ich. Okay, also viel hat echt nicht gefehlt. Echt schade, dass wir es nicht beim ersten Mal geschafft haben, aber ist schon okay. So, und ja, das war's anscheinend. Grimm. Ganz ruhig bleiben. Ich habe nur meinen Job gemacht, ihr Dumpfbacken. Aber einen schlechten Job, Herr B. Der Vorstand wird mit ihrer Leistung... überhaupt nicht zufrieden sein. Ich sollte sie melden. Nein, warte. Ich kann noch gewinnen. Verpfeifen Sie mich nicht. Moment mal. Ich dachte, Capital B wäre der Boss hier. Ist Dr. Quark der Boss? Ach, er ist auch nur ein Rädchen im Getriebe. Ich bin hier, um die wichtigsten Fakten... und Fragen im Auge zu behalten und dann den wahren Bossen in Form einer anschaulichen Präsentation vorzulegen. Okay. Aber trotzdem haben wir eine Tasse, wo der Boss draufsteht. Hab ich gerade gesehen. Das erklärt die Quizfragen. Wie dem auch sei, die Zeit für Gequatsche ist vorbei. Wir nehmen uns jetzt unser Buch zurück. Wäre ich auch dafür, ja? Halt, ihr Narren! Ihr habt keine Ahnung, was sein wahrer Zweck ist. Wenn Pfeil oder viele es in die Finger kriegt, werden wir die Welt beherrschen. Still, Herr B. Wir sind vertraglich gehalten, betriebsfremden Personen keine geheimen Informationen zukommen zu lassen. Wie dem auch sei, wir werden das Einbuch jetzt zurücknehmen und euer Abenteuer ein für alle Mal beenden. Oh, du kommst auch noch. Hallo. Ist das hier der Erste-Hilferaum? Blasto! Was machst du denn hier? Will er jetzt noch Capital B abschießen oder wie? Das wäre ziemlich witzig. Ich habe etwas anderes im Hals stecken. Ich brauche Hilfe. Okay. Oh nein. Gleich. Das war's. Du durchgeknallte Kanone. Wir wollten gerade die Ente vermöbeln und alles über ihre geheime Organisation in Erfahrung bringen. Puh, mir geht schon viel besser. Danke. Es ist nichts Schlimmes passiert, Blasto. Immerhin haben wir endlich Laylis Buch zurück. Und die bösartigen Pläne von Himmery Towers durchkreuzt. So ist es. Das magische Buch landet direkt im Tresor.
wenn ich wieder zu Hause bin. Es wird noch an Wert zulegen. Kommt Leute, lasst uns zur Schiffbruchbucht zurückgehen. Und ordentlich feiern. So. Okay, also das war's dann mit dem finalen Bosskampf anscheinend jetzt wirklich. Aber es kommt auch noch vielleicht so eine kleine Endsequenz oder kommen schon die Credits direkt einfach? Mal gucken. Aber irgendwas wird anscheinend schon noch kommen, da sie jetzt dann noch eine Party feiern wollen. Vielleicht ist es auch so, dass dann während die Party kommt, dass dann noch die Credits kommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Schiffbruchbucht. Und alle sind sie hier. Das ist cool. Mampf, Mampf. Eine grandiose Party, junge Krieger. Mampf, Mampf. Hättet ihr etwas dagegen, euch auf eine Heere-Quest zu wagen und mehr Kuchen zu beschaffen? Ich glaube, du hattest genug. Lass uns nicht streiten. Wir sind alle hier versammelt, um die heldenhaften Taten des bravourösen Blastor zu feiern. Ja, natürlich, Blastor hat alles gemacht, ne? Ja, wirklich bravourös. Das wandelnde Pulverfass hätte uns fast die Köpfe weggepustet. Eine Frage, Leute. Was genau habt ihr mit diesem zwielichtigen Schurken Capital B angestellt? Um den brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, Kators. Dank Layli und mir ist das Kapitel dauerhaft abgeschlossen. Sehr schön. Manometer, das ist prima. Wenn ihr noch ein paar solcher Abenteuer besteht, könnt ihr euch fast echte Helden nennen. Fast? Ich habe Kopf und Kragen für dieses Spiel riskiert. Beruhige dich, Layli. Es wird in der Zukunft sicher noch reichlich Gelegenheit geben, unseren Heldenstatus zu verbessern. Jetzt lass uns erstmal zurücklehnen und den riesigen Abspann genießen. Den riesigen Abspann? Ja, okay, okay, stimmt. Das habe ich doch sogar auch schon mitbekommen. Ist nicht so, dass die Credits von dem Spiel irgendwie 3 Stunden dauern oder sowas? Ist es nicht so? Weil da irgendwie halt auch alle Leute, die dem Spiel was gespendet haben, dass irgendwie alle, die auch aufgelistet sind? Okay, Credits. Ich kann auch vorspulen, wenn ich will. Okay. Playtonic Team. Ich werde erstmal nicht vorspulen. Aber dann soll ich mal schon mal ein bisschen an. Ich will mal kurz die Knöpfe austesten. Was war jetzt A nochmal? A ist einfach Play. Okay, R ist dann vorspulen. Oder wie? Ja, X ist anhalten. Okay, aber wirklich schnell, also wirklich arg viel schneller geht das jetzt nicht, finde ich. Also okay, ich kann einfach mehrmals auf R drücken. Und dann, ja, ich will mal kurz mir ein bisschen das schon genauer angucken. Erstmal vielleicht, sorry, dass ich jetzt ein paar Sekunden übersprungen habe. Ich werde es erstmal das langsam durchgehen lassen. Aber ich glaube eben, ich meine, ich habe das schon mal, ah, jetzt kommt es nämlich, genau. Ein ganz besonderer Dank an alle unsere Unterstützer, genau. Das sind jetzt alle möglichen Leute, die das Spiel unterstützt haben. Und das sind anscheinend einige. Ich werde es mal da vielleicht ein bisschen mehr durchskippen. Wir können mal gucken, wie wir hier so darstellen. Jetzt sind wir nämlich gerade bei A. Also das könnt ihr vielleicht ein bisschen auch. Ich kann jetzt mal eben mein Fazit dann abgeben. Und zwar Yooka-Laylee. Wir haben das Spiel so gefallen. Und ja, ich muss sagen, dass mir das Spiel schon durchaus gefallen hat. Mir hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Es gab trotzdem so ein paar Sachen, die nicht so ganz ideal waren. Da komme ich dann gleich noch zu. Aber im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass es mir durchaus sehr viel Spaß gemacht hat. Und aber vielleicht kurz ein bisschen genauer zu dem ganzen Zeug. Also erstmal dann die ganzen Welten, die insgesamt 5 Hauptwelten plus dann noch die Oberwelt, die wir hatten, fand ich auf jeden Fall im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich schön designt. Es gab auch immer zwischendurch einige coole Aufgaben, die man eben für die Pages lösen musste. Einige etwas kürzere Missionen, die man wirklich schneller erfüllen konnte. Aber auch einige Missionen, wo man halt etwas länger dafür arbeiten musste für ein Page. Das war auch schon bei Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie auch so, dass es halt wirklich da halt einige Puzzleteile gab, die man schnell erhalten konnte. Aber auch einige, für die es halt viele Aufgaben gab. Wir sind übrigens immer noch bei A, will ich mal kurz anmerken. Hier ist bei denen, also haben wirklich sehr viele Leute auch unterstützt zu spielen, deswegen das dauert auch ein bisschen hier anscheinend. Aber ich werde dann gleich noch eventuell schneller durchspulen. Aber ja, auf jeden Fall im Großen und Ganzen, wie gesagt, haben das schon sehr gefallen.
Dann zum Beispiel noch Grafik, kann ich mal kurz sagen. Grafik sah eigentlich auch ganz schön aus, jetzt nichts mega ultra Besonderes, muss man zugeben. Aber wie gesagt, das muss man ja auch immer bedenken, dass ja jetzt dieses Spiel hier auch nicht jetzt von mega vielen Leuten entwickelt wurde. Das war wirklich ein vergleichsweise kleines Entwicklerstudio, was halt das hier gemacht hat, Yooka-Laylee. Deswegen muss man da auch so ein paar Abstriche vielleicht machen. Und also ich fand jetzt nicht, dass die Grafik hässlich war oder sowas. Auf gar keinen Fall. Es gab wirklich einige Stellen, die sehr schön aussahen. Trotzdem war es halt jetzt nicht unbedingt mega ultra exzellent. Etwas, was ich noch nie zuvor gesehen habe oder sowas, das jetzt nicht. Aber war schon trotzdem ganz schön, würde ich sagen. Musik hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Da gab es jetzt auch nicht so mega viele besondere Tracks, die ich jetzt noch total im Kopf habe zum Beispiel. Aber trotzdem hat mir die Musik im Allgemeinen schon ganz gut gefallen. Da fand ich jetzt schon, dass dann bei früheren Rare-Spielen, eben bei Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie oder halt auch Donkey Kong Country Trilogie oder sowas, dass dort die Musik nochmal besser war, aber trotzdem fand ich die Musik hier schon auch ganz schön eigentlich. Aber da kann ich vielleicht schon mal ein bisschen auch zu den Problemen kommen, die das Spiel in meinen Augen zumindest hat. Und das wären einmal, das ist sogar vielleicht der größte Kritikpunkt für mich, wären einmal die dann doch relativ vielen Bugs, die das Spiel noch hat, weil das wirkt irgendwie halt noch nicht so ganz fertig, dieses Spiel. Obwohl man ja auch sagen muss, dass wir hier die Switch-Version spielen und oder gespielt haben. Und die Switch-Version, die kam ja sogar als letztes raus, sogar deutlich später. Die kam ja irgendwie jetzt erst, glaube ich, ein halbes Jahr oder sowas, oder sogar noch später. Oder waren es sogar eineinhalb Jahre? Also auf jeden Fall ziemlich lange erst. Nach dem ursprünglichen Release von dem Spiel für PC und Xbox One und PS4 und sowas und was alles rauskam. Und deswegen, obwohl wir jetzt halt hier dann die aller neueste und noch relativ aktuelle Version halt hier gespielt haben, wo sie halt nochmal dann ziemlich viel lange Zeit hatten, um die Fehler vom letzten Mal vom Release auszumerzen, gab es immer noch total viele Probleme und total viele Bugs, die auch teilweise total nervig waren. Einer der nervigsten war auf jeden Fall zum Beispiel in Welt 2, wo dann Yooka ständig gesagt hat, dass er friert, obwohl wir in diesem kalten Gebiet schon lange gar nicht mehr waren. Und das war halt wirklich ultra nervig. Und das Spiel hat auch ansonsten noch einige andere Steuerungs- oder vor allem auch Kameraprobleme. Die Kamera ist häufig auch jetzt nicht so wirklich so ganz der Burner, muss ich zugeben. Und es ist halt auch häufig so, dass dann einfach mal zwischendurch dann ziemlich heftige Lags gibt und dass halt jetzt auch die Framerate da nicht so wirklich konstant ist. Muss man zugeben, dass wirklich bei einigen Stellen das dann mal für eine Sekunde komplett stockt und das dann weitergeht oder sowas. Und das ist halt jetzt auch dann nicht so ganz ideal vielleicht. Deswegen, da hat man sich dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr Zeit nehmen können, um dann das Spiel noch auch auf der technischen Seite einfach besser zu optimieren. Deswegen, das fand ich dann jetzt nicht so ganz ideal. Und was ich auf jeden Fall auch noch sagen will, ist, dass ich auch das Prinzip mit den Erweiterungen, das ist zwar an sich eine ganz schöne Idee, weil ich das ansonsten jetzt in anderen Videospielen nicht so wirklich häufig gesehen habe, deswegen ist schon in der Hinsicht eine besondere Idee, aber ich weiß gar nicht sicher, ob ich jetzt die Idee letztendlich so mega toll fand, weil wenn ich halt jetzt da die Wahl gehabt hätte, ob ich jetzt halt ein Spiel wie Yooka-Laylee haben will mit fünf Welten, mit fünf Hauptwelten, die halt dann riesengroß sind und die ich erweitern kann, oder stattdessen ein vergleichbares Spiel mit insgesamt 10 Welten, die aber halt dann dafür nur halb so groß sind und die man nicht erweitern kann. Dann wäre mir, glaube ich, sogar Zweiteres ein bisschen lieber, da man eben dann ein bisschen mehr Abwechslung hätte. Weil hier hatten wir halt wirklich nur diese fünf Welten. Und die konnte man zwar erweitern, ja schon, aber da hatte man halt dann nicht so viel Abwechslung, da wir halt dann wirklich sehr, sehr lange in der Dschungelwelt waren und sehr lange in der Eiswelt und sowas. Und es gab halt dann viele andere Weltenthemen, wie irgendwie, weiß ich noch, Lava oder sowas oder auch Grusel oder irgendwie sowas, keine Ahnung, die wir halt jetzt hier dann gar nicht besucht haben. Und deswegen hätte ich sogar das dann fast schöner gefunden, wenn wir dann doch ein paar mehr Welten gehabt hätten und wenn man halt die dann nicht hätte erweitern können. Ist zwar schon für einmal jetzt für ein Spiel ein interessantes Prinzip, aber dennoch würde ich mir dann für ein eventuell Yooka-Laylee 2 wünschen, dass dann doch vielleicht es ein paar mehr Welten gibt, die dann ein bisschen kleiner sind, dass man halt dort dann ein bisschen mehr Abwechslung hat. Genau. Und das ist eigentlich dann schon so das hauptsächlich, was ich hier sagen wollte. Und vielleicht nochmal kurz jetzt als Vergleich, jetzt, weil ich meine, das soll ja hier so ein spiritueller Nachfolger von Banjo-Kazooie sein. Und ich habe Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie auch schon gespielt, sogar mehrmals. Und fand ich den Yooka-Laylee jetzt dann besser als die beiden oder zumindest gleich gut. Nee, würde ich eigentlich dann doch schon sagen, dass Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie mir noch ein bisschen besser gefallen haben, weil es sind wirklich richtig gute Spiele. Und hier, wie gesagt, gab es halt einige technische Probleme und auch so ein paar Design-Sachen, die jetzt vielleicht nicht so ganz optimal waren. Das kann ich vielleicht auch mal kurz nochmal schnell erwähnen. Dass ich zum Beispiel die ersten beiden oder sogar die ersten drei Welten eigentlich noch vom Aufbau her ganz schön fand. Und dann das Capital Casino, da fand ich halt die Idee mit den Spielmünzen ziemlich cool, das muss ich zugeben. Das war echt eine coole Idee, dass man dann eben halt da Spielmünzen sammeln konnte und dass es dann dementsprechend auch mehr Minispiele gab, die man zocken konnte, wenn man halt dann auch immer nur quasi ein halbes Page bekommen hat als Belohnung, eben fünf Spielmünzen oder sowas. Deswegen, das war ziemlich cool. Aber trotzdem finde ich, abgesehen davon, dass halt so irgendwie die Welten dann ein bisschen eher immer abgenommen haben,
so von der Qualität, wie sie mir gefallen haben. Weil Welt 1 bis 3 habe ich den Eindruck, dass die noch relativ schön zusammenhängend eigentlich waren. Und dass da jetzt nichts irgendwie so völlig random platziert wurde. Und das hatte ich halt bei Welt 4 und Welt 5 irgendwie schon das Gefühl, dass eben beim Capital Casino man eben einfach diesen einen riesengroßen Raum hatte. Und da wurden halt dann einfach random irgendwelche Herausforderungen dann reingesetzt, die man dann eben spielen konnte. Und bei Welt 5 war das sogar noch eher der Fall, weil Welt 5 hat sich überhaupt nicht, finde ich zumindest, wie eine zusammenhängende Welt angefühlt. Das waren einfach einzelne Inseln, die man besucht hat, wo es dann eben Herausforderungen gab. Und da fand ich halt, dass da wirklich in der Hinsicht vor allem Welt 1 das ziemlich gut gemacht hat, weil bei Welt 1, dieser Dschungel, da wirkte wirklich alles irgendwie zusammenhängend und es war nicht so, dass man irgendwie halt dann halt irgendwie ein Minispiel hatte und dann irgendwie so einen total abgeschnittenen Weg und dann bis zum nächsten, sondern es wirkte wirklich alles zusammenhängend. Das finde ich ganz schön, weil das hat nämlich Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie auch schon immer super cool gemacht, dass eben sich die Welten auch wirklich schön zusammenhängend angefühlt haben und dass es nicht so wirkte, als wären die Herausforderungen da einfach random drin, sondern es würde es Sinn machen, dass sie da drin sind. Und das war halt irgendwie dann Welt 4 und vor allem Welt 5, wie ich finde, noch nicht so ganz mehr der Fall, muss ich sagen. Deswegen, die haben mir vielleicht nicht so ultra gut gefallen, aber zum Beispiel Welt 1 bis 3, vor allem Welt 1 und Welt 2 fand ich echt ziemlich cool. Und beim Capital Casino fand ich eben schon auch die Idee mit den Spielmünzen ziemlich cool, muss ich zugeben. Aber ansonsten finde ich jetzt, wie gesagt, dass das Design auch nicht so ganz eben an Banjo-Kazooie und Tooie dann eben rankommen kann. Aber dennoch finde ich schon, dass er ein schönes Spiel ist. Also insgesamt hat mir schon gefallen, auf jeden Fall. Und ich habe mir dann schon noch ein Yooka-Laylee 2 wünschen, wo sie dann vielleicht mal eben noch halt so ein paar der Sachen noch ausmerzen, die sie halt hier jetzt nicht so ganz optimal gemacht haben, weil dann glaube ich schon, dass dann nämlich echt ein cooles Spiel dann dabei herauskommen kann. Es ist ja, glaube ich, sogar noch gesagt, dass für das Spiel auch noch DLCs mal irgendwann kommen sollen, wurde mal gesagt, aber ich weiß nicht genau, weil das ist jetzt schon dann wirklich sehr, sehr lange her, vor allem seit dem erstmaligen Release von dem Spiel. Und ob da jetzt wirklich dann noch DLCs mal irgendwie kommen zu dem Spiel, habe ich keine Ahnung. Also anscheinend sind noch welche angekündigt. Ich weiß aber nicht genau, da man da auch schon ewig lang nichts mehr davon gehört hat. Ich habe keinen Peil. Aber vielleicht kommen da noch DLCs, vielleicht aber auch nicht, ich habe keine Ahnung. Und ich will es mal ein bisschen schneller durchspielen. Wir sind jetzt hier bei J wenigstens schon. Ich will es ein bisschen schneller hier das machen. So, ganz schnell. Dass wir jetzt dann hier das Ende von den... Okay, schneller geht's, glaube ich, nicht mehr. Dass wir dann das Ende von den Credits auch mal dann noch bald sehen können. Obwohl das aber sehr, sehr viele Namen mit... Ja, vor allem halt John und sowas. Da gibt es tausendmal. Jonathan haben wir jetzt auch noch hier überall. Okay, also haben wirklich Jordan. Kann man wirklich sehen, dass da wirklich mega viele Leute... Joseph. Mega viele Leute dann... Josh. Mega viele Leute dann dafür hier gespendet haben für das Spiel. Eieiei. Wen wir sogar vielleicht dann doch schneiden oder so. Weil selbst mit der maximalen Vorspielgeschwindigkeit sind wir halt jetzt dann dennoch erst bei K. Und das Alphabet geht noch ein bisschen weiter nach K. Deswegen macht er jetzt sogar doch einen kurzen Schnitt. Und dann gleich sehen wir uns wieder am Ende von den Credits hier. Okay, und wir sind durch. Ich wollte jetzt eigentlich am Ende noch dann das halt noch ein bisschen langsamer abspielen, aber das kam dann doch relativ schnell. Okay, was war's dann? Gut. Aber ich will sogar jetzt noch ganz gerne einmal ganz, ganz kurz wieder in das Abenteuer noch schnell reingehen. Weil wir haben ja jetzt noch weitere Tonikums, Tonika oder wie auch immer, freigespielt. Und mich würde noch interessieren, was jetzt noch für welches sind. Deswegen will ich jetzt noch ganz kurz dann nachgucken. Und das wird aber jetzt dann das letzte sein, was wir jetzt dann hier noch in diesem finalen Part dann machen werden. Und ja, das ist wirklich der letzte gewesen. Da jetzt halt dann noch den Bosskampf hat, dann ist es auch dann deutlich länger geworden, der Part hier. Ja, schon klar. Aber ist auch der letzte, deswegen ist es schon okay. Und ich kann vielleicht schon mal übrigens ein bisschen dann darüber reden, was dann eigentlich morgen so als Nachfolger kommen wird. Aber andererseits will ich das doch nicht wirklich machen. Weil ich nicht mal wieder dann doch ausnahmsweise mal keinen Tipp geben will, wie ich das sonst immer gerne tue. Aber will ich mal jetzt dann nicht machen. Okay, da ist ja auch schon Mandy, genau. Was denn morgen so kommen wird, dann eben anstelle von Yooka-Laylee dann immer um 16 Uhr dann. Passt es 16 Uhr? Das passt eigentlich ganz gut, genau. Deswegen werde ich dann nicht verraten, was da morgen kommt. Erstmal müsst ihr euch dann einfach überraschen lassen, ne? So, Mandy. Hey Kinder, seid ihr bereit, ein neues Tonikum anzulegen? Ja. Und ich hab die jetzt alle, sehr gut. So, Schmetter 3. Reduziere deine Gesundheit massiv für eine krasse Herausforderung. Okay. Ich muss noch kurz anlegen. Wie viel habe ich jetzt noch? 3 vielleicht, oder? Wegen Schmetter 3. Machen wir kurz Energie. 3 habe ich dann nur noch, okay. Also dann eben so eine weitere Challenge hier, die man dann machen kann. Und dann damit kann man versuchen, dann... Ja, das ist einfach so einfach dann. Zum Beispiel dann damit halt den finalen Boss zu bekämpfen mit 3 Leben nur. Das wäre einfach so einfach, wie ich finde. So, dann. Übrigens, ich habe gerade gesehen, eins fehlt mir sogar noch. Das hier. Bald wieder auf Lager. Okay. Mach voll auf Retro. Okay. Ich denke mal, dass es dann auch nur irgendwie was Visuelles oder was Soundmäßiges ist oder so. Dass halt dann vielleicht Yooka und Laylee halt dann so ein 64-Bit-Charaktermodell haben oder so. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht ist es so, dass es dann auch erst später mal dann mit einem DLC oder so noch hinzukommt. Das gibt es noch gar nicht, weil ich habe jetzt alles gemacht, was geht in dem Spiel. Mehr geht nicht mehr. Keine Ahnung. Helium. Dieses Tonikum ist geheim. Okay.
Ich werde erstmal wieder geheilt, okay. Habe ich da jetzt eine höhere Stimme? Ah, okay, die Charaktere, also Wendy auch. Yuka und Lady auch. Ne, ist noch normal sogar. Ihre Stimme ist noch normal, aber die von den Charakteren ist anscheinend anders. Können wir es auch bei Wendy eben hören. Genau, ich denke mal, das ist dann bei allen Charakteren so, die sprechen können hier. Okay. Und dann haben wir noch, Moment, haben wir noch Hosen. Hosen ist ja das, was ich eh schon angelegt habe. Genau. Dann eben noch Athlet. Was kommt das? Okay, es füllt meine Leiste. Oder ist sie jetzt größer geworden? Nochmal. Ich glaube, die ist ein bisschen länger geworden. Ich glaube, die war davor nicht so lang, oder? Man kann jetzt dann noch länger halt hier entlang rollen oder auch andere lustige Sachen machen. Aber sie nimmt, glaube ich, noch genauso schnell ab wie davor. So wirkt es zumindest. Okay. Und das waren, glaube ich, jetzt eh schon alle. Ich will jetzt mal kurz ein anderes anlegen, um mal kurz zu sehen, ob jetzt dann meine Leiste auch wirklich dann abnehmen wird. Wenn ich dann zum Beispiel wieder halt hier Hosen anlege. Ja, ist dann weniger. Okay, genau. Alles klar. Gut. Ich kann es übrigens auch noch kurz eine weitere Seite zeigen, die ich noch nie zuvor gezeigt habe, nämlich Informationen Moves. Informationen zu den Moves wahrscheinlich. Das ist nämlich auch ganz cool, habe ich schon mal dann gesehen, weil hier es dann auch einige lustige Bilder gibt zu den verschiedenen Moves, weil es dann doch wirklich einige gibt, die man dann hier einsetzen kann. Deswegen, das lassen wir mal kurz da. So, aber auch nichts Besonderes ansonsten. Okay. Aber ich will mir dann sogar, stimmt, noch eine weitere Sache schnell angucken, aber dann gleich will ich auch den Part hier beenden. Denn ich will mir noch kurz die Achievements angucken. Denn ich dürfte jetzt, glaube ich, auch alle Achievements bekommen haben. Und ich glaube, ich habe das sogar übrigens schon herausgefunden, dass man wahrscheinlich dann die Totenköpfe auch wirklich nur für die Achievements braucht und ansonsten halt jetzt nicht wirklich. Können wir die bei Optionen und Zeugs ansehen? War das nochmal? Erfolge war es, genau. So, ich hoffe, wir haben da jetzt alle. So, sammle deine ersten Pagey. Ja, das kennen wir schon alle schon. Hier Pagey, dann Chance, alles mögliche. Wendy, alles mögliche. Herzen ist ja alles auch von den Bildern her ziemlich selbstverständlich eigentlich. So, hier eine Karren-Herausforderung. Bei Rexstra alles mögliche machen. Alle möglichen Federn sammeln ist ja, wie gesagt, ziemlich offensichtlich, wie ich finde. Dann hier die ganzen Bosse besiegen. Genau. Was ist das hier? Schände den Götzen. Okay, einfacher Vandalismus. Ich bin mir gar nicht sicher, was damit eigentlich gemeint ist. Schände den Götzen. Was für ein Götze? Oder ist es vielleicht der hier? Der Boss von Welt 1? Der Typ hier Rambo oder wie der hieß? Dass dann bei dem dann eine Stampfattacke noch machen musste oder ist ein anderer Golem gemeint? Ich habe keine Ahnung. Dann ist hier, finde ein Objekt des Piratenschatz. Genau, das ist dann nämlich die Geheimen hier. Dann 3 Stück und dann alle 5 Stück. Genau. Dann haben wir hier noch, erweitere 3 Großwälzerwelten und dann hier, erweitere alle 5. Und das waren eh schon alle. Also ja, wir haben auch alle Achievements bekommen, deswegen wir haben wirklich alles gemacht, was so irgendwie in dem Spiel geht. Hier dann noch eben für Capital B auch am Ende. Besiege Capital B, genau. Gut. Aber dann, obwohl ich mir noch kurz Statistiken vielleicht auch schon ansehen kann, übrigens hier mal kurz als Info, getötete Schergen, durch Kumpelkra getötet, 3 nur, durch Drehen getötet, erhaltene Pages und gesammelte Fehler. Okay, nicht arg viele Statistiken hier, aber nur so als Info vielleicht ganz interessant und das war's dann aber jetzt. Okay, gut, dann würde ich eben erstmal sagen, Leute, was dann hier für diesen Part noch für das ganze Projekt von Yooka-Laylee und dann wie gesagt, was dann jetzt morgen so dann um 16 Uhr eben dann an dem Platz von Yooka-Laylee dann so kommen wird, werde ich erstmal nicht verraten, müsst ihr euch dann einfach mal überraschen lassen. Von dem, was am Morgen so kommen wird. Wie gesagt, ich will jetzt mal keine Tipps, das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ich ansonsten eigentlich immer Tipps gebe, so ungefähr. Aber dafür kommt ja auch gerade die Octo-Expansion von Splatoon 2 und da habe ich ja direkt verraten, dass die kommt. Deswegen gebe ich halt dann mal beim nächsten Projekt oder beim Nachfolger halt von Yooka-Laylee quasi dann eben gar keinen Tipp. Müsst euch dann eben mal überraschen lassen, was dann am Morgen überhaupt so alles kommen wird. Okay. Aber dann bleibt mir wie immer am Ende nur noch zu sagen, auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen und auch bei neuen Projekten. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.